So, guten Morgen. Das ist das Frühstück in der Wettkampfvorbereitung. Wie ihr sehen könnt, einmal Teller mit gekochten Hähnchenbrustfilet mit Gewürzen. Das Ganze im Moment noch mit Salz. Und hier entsprechend Gemüse, und zwar Gurke. Das ist das Frühstück. Das ist die Zwischenmahlzeit. Das ist das Mittagessen. Das ist die Zwischenmahlzeit. Und das ist das Abendessen. Ja, in den letzten paar Tagen der Wettkampfvorbereitung, da gibt es keine Pilze, da gibt es No Carbs, da gibt es auch im Moment keinen Fisch, obwohl man Fisch ja auch essen könnte, das war nicht das Problem. Aber es ist halt relativ einfach mit gekochtem Hähnchenbrustfilet. Da gibt es auch kein Rinderfleisch mehr. Da versucht man natürlich komplett das Ganze so weit runterzufahren. Auch die Fettzufuhr ist sehr niedrig im Moment, aber es ist nur innerhalb der letzten paar Tage, wenn es darum geht, die kompletten Speicher zu leeren, dem Körper sämtliche Energielieferanten zu rauben und entsprechend die Glykogenlager komplett zu entleeren, sodass ich die Aufladephase mit Kohlenhydrate auch entsprechend rechnet.